Und somit herzlich willkommen zur ersten Folge von Shadow of War. Wie ihr vielleicht seht, die Schlauen und euch fehlt hier der Anfang. Das liegt ganz einfach daran, meine Speicherkarte war leider voll, ich habe es spät gemerkt und deswegen fehlt jetzt einiges. Ich werde euch ein Video drunter verlinken, wo ihr dann den Anfang euch einmal angucken könntet. Ja, ich kann euch auch mal kurz zusammenfassend erklären, was passiert ist. Man ist ja, jetzt der zweite Teil der Serie und im ersten Teil am Ende hat man einen Ring gespielt gehabt und diesen Ring und der Geist, der immer mit einem ist, den Namen weiß ich leider gerade nicht mal auswendig, der wurde sozusagen, ich sag mal, entführt und gefoltert und wir haben dann den Ring geopfert, um ihn zurückzuholen. Hier, dieser Geist hier, der man jetzt auch sein kann, den haben wir in der ersten Folge zurückgeholt von der Spinne Kankrad, die auch auf einmal ein Mensch war. Und ja, ich verlinke schon für das Video, könnt ihr euch dann vorher einmal angucken, dann wisst ihr auch, worum das Spiel so geht. Ja, gucken wir erstmal, was für Aufträge wir jetzt machen können. So, fangen wir mal an mit. Komm, machen wir direkt die Hauptmission, der sehende Stein. Die große Halle beherbergt die größten Schätze von Minas Ithil. Es zählt nur der Palantir. Ja, meiner Meinung nach ist es ein bisschen Assassin's Creed-haft, das Spiel, wo man einfach so rumjumpen kann. Genauso wie in Assassin's Creed und alles. Wir sollten die große Halle untersuchen und den Palantir sichern. Ja, und ja, wenn man ihn sieht, kann man auch richtig schnell klettern, weil der Geist irgendwie am Schwung gibt. Genauso kann man auf einmal schnell laufen. Und man kriegt gar keinen Fallschaden, egal wie hoch man springt. Ist noch ein bisschen komisch. Was war denn das gerade? Kann ich untersuchen? Kannst du mir nicht helfen? Nee, okay. Auch gut. Ja, okay. Ah, und wir haben diese Stadt Minas Ithil angefangen zu verteidigen. Das ist auch im Moment die Hauptmission. Gucken wir mal. Der sehende Stein. Minas Ithil wird belagert, findet den Palantir, bevor die Stadt fällt. Belohnung 1800 EP und 350 Münzen. Uns bleibt keine Zeit. Wir können nur das Nötigste mit uns nehmen. Wir nehmen alles mit. Idril, es müssen Opfer gebracht werden. Ich werde unser Vermächtnis nicht der Furcht opfern. Hey da! Wer bist du? Baranor, das ist der Waldläufer, von dem ich dir erzählt habe. Du hast für Minas Ithil viel Blut vergossen. Wir kennen nicht mal deinen Namen. Talion. Gondor dankt dir, Talion. Doch wir brauchen alle Krieger vorn am Tor. Nein, die Uruks wollen den Palantir und werden alles tun, um ihn zu bekommen. Wo ist er? Mein Vater hat ihn versteckt. Nichts ist sicher, ob versteckt oder nicht. Die Uruks werden die ganze Stadt auseinandernehmen, um ihn zu finden. Die Lage ist verzweifelt. Doch wir geben nicht auf. Wir werden standhalten. Wir müssen. Ich muss das Tor schützen. So, verteidige das Tor. Ja, was sonst, ne? Also ich finde aber auch das Kampfsystem echt cool gemacht. Und der allgemeine Sinn ist ja, es ist halt eine Story und man muss halt auch immer so Anführer besiegen und dann die höheren Anführer wieder zu finden. Und so weiter und so fort. Bist betäubt. Okay. Alter Schwede. Ich decke deine Flanke. Ich deine. Na hier, wenn man lange... Oh, warte, das klappt gerade nicht. Warte, ich gleich mal... Wenn ich lange die Angriffstaste gedrückt habe, um zu Riesenschwert, das jetzt so ein Geisterschwert ist, womit schon alle um mich rumtreffen. War das alle? Das war erst der Anfang. Es werden weitere kommen. Wir müssen herausfinden, womit wir es zu tun haben. Hier entlang. Dann folgen wir mal. Auch in der ersten Folge, die ihr leider nicht sehen konntet. Das ist nur so eine halbe Stunde, die ihr verpasst habt. Das ist gar nicht mal so viel, aber ist trotzdem schade. Gibt hier natürlich auch so wieder so Burg wie im ersten Teil. Ja, ist nicht mehr weit. Werden hier nur beschossen. Lasst ihr Zeit. Oh. Das sollte nicht passieren. Schätze ich jetzt einfach mal ganz spontan. Alles klar. Rattenvieh. Ich übernehme die Belagerungsbestien. Und direkt noch mehrere. Ich komme hier zurecht. Ja, ich hole nur so einen Riesenvieh und ihr habt nichts ein. Talion, wir müssen eine der Belagerungsbestien übernehmen. Das dürfte interessant werden. Juckt ihr das überhaupt? Wie machst du den Schaden? Ich muss erstmal den Typen das Sticker. Ah. Dann auf das Ding drauf, wie soll das gehen? Jetzt einfach drauf springen oder wie? Greif mich doch an. Wie komme ich denn da hoch? Ach so, ah. Ach so, ganz einfach. Lol. Heilige Scheiße. Das ist cool. Mal sehen, was dieses Ding kann. Da kommen sie. Eine weitere Bestie ist in Reichweite. Zerstöre sie. Boah, sind das viele, Alter. Chillt mal. Wir sind hier fertig. Wir können die Bestie nicht dem Feind überlassen. Okay, halt. Okay. Dann töten wir sie. Die stirbt jetzt. Ach so, ja klar. Warte, ich schalte noch kurz eine neue Fähigkeit frei. Letzte Stunde haben wir hier das hier, gewanderter Elb freigeschaltet, aber das, was ich euch eben erklärt habe, für den Geschwindigkeitsschub. Oder auch man klickt A, um den Rad zu hechten, dass man dieses Springen, wie man das sieht. Das kann man jetzt machen. Was ist das hier? Kann ich das hier? Halte RT meine furchteinflößende Schleichtötung aus. Ach so. Okay. Ziele bei Falle machen mit L auf einen Gegner und drücke dann YB zu. Oh, das ist gut. YB ist das, okay. Fall mit einem Schadenangriff zu explodieren zu lassen, ist auch cool. Drücke, um Steine in Deutsch zu werfen, der Schaden wird bei der Steuerung lässt. Halte Bingo an. Oh, das ist auch cool. Um Orks euch aufzuziehen, Leben zu ziehen. Halt extra und lass los. Los, wenn deine Gegner Steine ziehen an. Hä? Hab ich doch schon, oder? Ah ja, das habe ich schon alles, okay. War hier? Ist das hier? Das habe ich doch schon, wieso kann ich das nicht? Na egal, machen wir gleich mal. Gefolgt seid du Rufe durchdrücken und eine Gruppe Krieger. Na, das ist cool. Hauptmann. Beherrsche einen Hauptmann mit gebrochenen Willen. Also. Kann ich das nicht holen? Kann ich das nicht holen? Was heißt denn das Golden? Ah, das ist natürlich. Ah, okay. Okay, mein Fehler. Nehmen wir terrorisieren erstmal, komm. Und Doppelsprung sollte ja schon freigeschaltet sein, guck mal. Ah, jetzt klappt es auch eben. Hatte gestern nie geklappt. Achso, das kann ich jetzt ab jetzt? Ach, keine Ahnung. Sollte Minas Ithil fallen, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie den Palantir besitzen. Ich hatte an Gondor gedacht. Wieder hoch? Oh, ey, bitte nicht klettern, Junge. Alter. Was eine Scheiße. Ich weiß, was hier zu tun ist. Aua. Wieso klappt das nicht? Wie safe man sich ja nochmal ab? Ach, stellen wir wieder auf, auch gut. Wieso geht das gerade nicht? Achso, ich vernichte, ne? So, okay, dann kannst du einiges. Willst du nicht hochklettern? Hast du nicht Bock? Mein Gott, habe ich jetzt gefailt mal wieder, das ist schön. Um so mal zwei Zerstörungen drauf zu können. Gut zu wissen. Weitere Angreifer, diese Horden sind schier endlos. Saurons Armee ist immens gewachsen. Auf herkömmlichem Weg ist er nicht zu besiegen. Wir müssen den Palantir bergen. Lauf einfach weiter, ihr Narren! Geschieht das? Das ist das Beste, was Gondor zu bieten hat. Und geringen Outschuss, Barm, Alter. Hau und die Kackdinger. Hier, ein Hirn so ein bisschen ausschmückt, mit dann an darf und tot. Oder auch nicht. Dann dahin. Dumm. Ganz entspannt mit diesen Monstern kämpfen. Ist schon cool mit super Bild mit. Ah, easy, Junge. Und dann wieder runter. Bam. Vorerst. Ein weiterer Angriff wird sicher folgen. Wir sollten in die Oberstadt zurück. Nach Idril und den anderen sehen. Es reicht ihnen nicht, uns zu zerstören. Sie wollen unsere Geschichte auslöschen. Wenigstens haben sie nicht den sehenden Stein. Die Tore halten stand. Diese Relikte waren mein Leben. Mein Vater hatte recht. Wir müssen retten, was wir können, und flüchten. Ihr besitzt eine sehr wertvolle Waffe. Der sehende Stein verleiht euch Wissen über den Feind. Nutzt ihn. Das ist zu gefährlich. Der Palantir vergiftet die Menschen. Niemand widersteht seinem Einfluss. Ich schon. Das dachten schon viele vor dir. Wenn ich mich irre, werde ich scheitern wie sie. Aber falls nicht... Dann siegen wir. Ich gehe zu meinem Vater und spreche mit ihm. Sie wird dich beim Wort nehmen, Waldläufer. Locker easy. Du setzt viel Vertrauen in sie. Gib ihr Zeit. Bis dahin sollten wir zu Kankrad zurückkehren. Ich brauche Antworten. Okay. Gucken, was jetzt passiert. Ah, neues Gebiet. Boah, ich muss das Gebiet einfallen. Neues Gebiet, okay, wir haben das Auftrags. Schneller, als wie es aussieht, ne? Drückt halt. Ja, bla bla bla. Abgeschlossen. So, hier. Jetzt ist doch Schnellreise. Ach so, ah. Das ist so verwirrend, weil hier auf meinem Controller, ich place den Controller, ist einfach alles anders. Ach Mensch. So, wieder die ganz kurzen Loadescreens. Bam, die werde ich vielleicht dann halt mal rauscutten. Hinter feindlichen Linien, Klinge in der Dunkelheit, die Armee von Sirid Ungul sammeln sich für den letzten Angriff auf Minas Ithil. Kankrad, Informationen, mit denen du die Anführer der Ork-Armee kehre zu ihr zurück und zerstöre Saurons Armee von innen. Ausbossen, jetzt feindliche Ausbossen aus dem Fecht, um die gegnerische Stärke in einem Gebiet abzusetzen. Sie dazu den Hauptmann, den Befehl über den jeweiligen Ausbossen an. Okay, das ist genauso wie im ersten Teil. Gucken wir mal. Taste. Gucken wir, was wir jetzt hier machen. Was ist das hier? Schnelleres bekommen. Träger schon hier sind wir direkt mal holen, ne? Bam, einfach alle nacheinander ab. Wir brauchen mehr Umwelt. Okay, du wirst mich nicht finden. Kannst du töten? Ne? Dann töten wir ihn so. Ach, ein schöner Juwel. Diese Juwelen kann man auf die Waffen machen, einfach mal bestimmte Bonis. Das ist so eine Pussy, der kleine Hauptmann. Guck mal, so vernichtet man die Orks alle auf einmal. Sterben die alle dadurch? Gucken wir mal. Ah, die überleben, das ist okay. Aber die haben dann Angst. Oh, haben die Angst, ey. So, den haben wir den. Gib uns Informationen, Typ. So, gucken wir mal. Wir werden da letztes Mal schon hier ein paar. Nur die weg. Panische Angst vor Morgen fliegen. Gucken wir mal. Bam. Boah. Die Animation finde ich schon cool. Sind gut gemacht, auf jeden Fall. Ja, guck mal, der fliegt auf den Turm hoch. Warum nicht? So. Hiermit ist Trimon Schnellreisepunkt. Und jetzt sind wir die ganze solche Artefakte und keine Ahnung, was man alles jetzt so genau sucht nochmal. Gucken wir mal, ah, hier ist irgendwo was. Da ist ein Ithil-Ding. Da ist noch eins direkt. Aha, wieder Hügelgräber, was hat man schon? Ah, das da, ein gondorisches Art. Will es da hinten noch irgendwas? Ah ja, da ist ja was. Da, das letzte. Auch irgendwo da. Ah, hier. Ah, ah. Da ist es. So. Haben wir alles gefunden in der Gegend. Was ist denn hier unten? Kann man auf die drauf springen? Soll ich jetzt auf die drauf springen? Vielleicht da jemand um hier? Alter Schwede, okay. Fuck. Okay, ich hab ein bisschen gefailt. Ich hab dich getötet, Tag. Scheiße. Ich dann zum Tag-Töter. Nein. Schlechter. Oh, das klingt ziemlich gut. Okay, der steigt jetzt auf. Von nun an nennt man mich den Tagschlechter. Ja. Spaß. der, wie ihr jetzt seht, der wird es in der Rangfolge aufsteigen. Fußsoldaten, die dich töten, werden zum Hauptmann befördert, zum Armee hinzufügen. Um dich an Hauptmann zu rächen, die dich getötet, verraten oder beschämt haben, kannst du einen Blutrache-Auftrag gegen sie ausführen. Und während Blutrache-Aufträge getötete Orks bringen die bessere Ausrüstung ein. Genau wie Erzfeindaufträge sind Blutrache-Aufträge nur für eine gewisse Zeit aktiv. Läuft der Zähler unter einem Auftrag ab, bestimmt der Blutrache-Auftrag für immer. Genau wie die Ausrüstung, die du hättest erhalten können. Drücke A zu fortfahren. Okay. Den Typen will ich jetzt eigentlich direkt töten. Ziel markieren. So, der Typ lebt nicht lange. Glaubt mir das. Zurück von den Toten. Wenn du tot wirst, vergeht die Zeit und du wirst am nächsten schneller wieder mit Erzfeindaufträge, wenn du bla 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 bla. Okay, dann vergeht die Zeit. Ich fühle mich, als kämpfe ich seit 100 Jahren. Mögest du nie erfahren, wie es ist, für Tausende zu kämpfen. So, guck mal, terrorisieren genau ist. Boah. Sieht gar nicht hart aus oder so. Den haben wir auch. Weiter zu dem süßen Boy hier und terrorisieren. Bam. Boah. Ey, die Arme. Bubol der Henker. Okay, wir haben irgendeinen Umhang freigeschalten. Ach gut. Aber erstmal, bevor wir die neue Fähigkeit auf freischalten, will ich jetzt mal Rache an den Typen. Rache nicht rächen, alles klar. Gucken wir mal hier im Geistermodus. Das kann man ja machen. Was ist denn das? Ist das gar nicht? Hä? Blutrad, hm? Hat sich gut schießen. Der ist irgendwo hin. Nee. Ach, so toll sind diese Bauern auch nicht. Minas Ithil wird bald uns. Ich weiß ja nicht wie bald. So ist das mit Belagerungen. Sie erfordern Geduld. Ist das da? Da kann ich ja sehen, wo er ist wahrscheinlich. Ich hoffe, dass eines von Gondors Überfallkommandos es bei uns probiert. Wirklich. So, machen wir aber alles platt ganz schnell. Bam, 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 bam. Mal einzeln kann ich gar nichts. Was ist denn jetzt los? Achso, ups. Und sie weiß nicht, dass sie nicht allein ist. Okay, er weiß auch nicht, wer das starb. Auch gut. Bam, Alter. Ich stehe terrorisieren, ich bin jetzt ein. Bam, bam. Da hinten ist er ja. Guck mal, was hat der für Sugar. Immun gegen Fernkampfangriff. Gut zu wissen. Erzürnt durch Molker fliegen. Was genau heißt denn Erzürnt? Ne, guck, können wir nachgucken. Erweiterte Klasse Brecher. Schwere Gerüstkämpfer. Die gewaltigen Schaden aushalten. Brecher kann kurzen Schmerz tragen und kurz vor Tod noch einmal alles geben. Es hat eine Schockvertrag, die so mächtig ist, dass Feinde in der Nähe zurückgedrängt und disorientiert werden. Verwendet zwei Armbrüste gleichzeitig, um ein Hagel betäubt. Okay. Und Frontkrieger kämpft an vorderster Front. Dann töten wir ihn mal, ne? Wo geht er denn jetzt hin? Da hinten. Was soll man da machen? Oh, geht zum Fass. Oh, das sieht gut aus. Wenn da die ganze Armee jetzt hingeht, dann... Ja, guck mal, war das schon mal an. Kann man da nicht hoch? Schade. Kann man da irgendwas machen gegen den Tirith? Du hast nicht ernsthaft geglaubt, dass das funktioniert, oder? Du verstehst es wirklich nicht. Das hatten wir doch schon mal. Ich bin der Tagschlichter. Das heißt, ich schlachte Tags. Und du bist ein Tag. Halt die Fresse. Ich geb dir gleich einen Tag, Alter. Bam, da haben wir ihn, glaube ich, oder? Ist jetzt tot? So, was für Tagschlechtheit. Komm vorbei und ich bezwungen. Oh. Oh. Tötet ihn einfach. Schlag einfach zu. Oh, okay. Du, chill dein Ei, Alter. Chill doch. Das sind diese Fähigkeiten. Bam, bam. Mal über ihn. War, jetzt haben wir ihn, aber jetzt ist er tot, oder? Komm. Und schlacht ihn ab. Glück. Mehr war dieser Sieg doch nicht. Von jetzt an nennst du dich wohl den Tagschlechter. Schlechter. Ah, oh, verkackt. Okay. Ja, habe ich gar nicht gehabt. Och nö. Seid ihr jetzt hingelaufen? Dahin? Hier ist eine Hauptmission. Oder wo ist denn genau? Was ist das hier? Ah, okay. Das ist eine Hauptmission, da müssen wir. Aber da bleiben wir. Ich will den Typen jetzt töten. Das war dumm. Das geht ja auch schnell wieder. Ganz kurz weg. Oh, okay. What the fuck bist du, neuer Freund? Grauk. Grauks sind fürchteinflößende Bestien, die nur mit anhaltender Kraft auf Mann zu Boden bringen. Dann verbrennen Grauk seinen Kopftreffer mit einem aufgeladenen Schuss, um das zu betäuben. Okay. Aber weißt du was? Ich laufe erstmal vorbei, du. Tschüss. Einfach laufen, run, weil... Der Typ da oben wird überleben. Ja, hallo. Hey, geh doch mal drüber jetzt, Mann. Okay. Was bist du jetzt? Gosh. Okay, das ist ein Schütze, gut zu wissen. Komm, töten wir jetzt mal dich, du. Bevor wir unseren neuen Freund hier, unseren alten neuen Freund töten. So, komm, stirb mal langsam. So, noch ein, zwei Schläge, ist er weg. Das hat mir fast wehgetan. Den haben wir jetzt so. Bam. Ja, lauf nur, Junge. Ein schönes Schwert kommen wir jetzt, wenn wir das Typ da hochdrückt, ganz schnell. Das geht dauert ja nicht lang, Typ jetzt. Der ist ja ein easy Kill eigentlich. Ich habe nur leider nicht aufgepasst gehabt. Hüpp, hüpp. Und hoch da. Okay, dann machen wir mal mit. Können wir direkt beide töten. Hey, Narr! Du bist tot! Auf ihn, Jungs! Zeit für meinen Abgang! Ach, komm, der verkackt doch eh. Und die muss jetzt abhauen. Ja, gucken wir es mal. Glaub mal hinterher. Was aber er gewonnen hat. Okay, haben wir die schon mal? Boah, ich glaube, ich helfe dem Sieg mal. Der ist nett. So, töten die hier. Der ist jetzt tot. No way, der tötet den, Alter. Krass. Habe ich nicht erwartet. Aber... Okay. Ah, den Hauptmann kannst du auch noch gönnen, ne? Hab ich jetzt gehört. Was für Feigling? Siehst du den Ork? Er ist so faul. Es ist ihm schon zu viel, dich zu verspotten. Darum mach ich das für ihn. Na dann mal los. Du Dummkopf, wirst gleich sterben. Okay. Ich empfehle, wegzulaufen. Ja, guck mal, der hält gar nicht aus der Typ. Ja, mach das noch mal. So, erstmal ein bisschen Platz machen. Warte, der Typ will mich helfen. Jetzt kämpfe ich auch mal allein gegen den. Bam, da ist er auch down, Alter. So, da haben wir beide gekillt, ganz locker. Den Typ kriege ich jetzt auch noch. Verrät, Alter, komm her. Inbegriff des Grauens. Gut, Mann. Dass er tot ist. Andere werden kommen. In Mordor gibt es unzählige wie ihn. So, damit beenden wir dann die jetzige erste Folge erstmal von Shadow of War. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.